Grüß Gott, ich bin Nadine und ich esse kein Bio. Denn Bio macht dick und stinkt. Bio ist für dich da. Ich bin froh, bei Frauentausch mitgemacht zu haben, weil ich habe da viel gelernt. Wie zum Beispiel Bio und das andere. Und dann noch das. Ich zeige euch heute meine Wohnung. Ja, aber wie ist das denn? Das hier ist mein Bett. Im Winter sehr kalt, aber immer noch frisch. Aber mein Mit so schlacht. Das hier ist mein Radio. Da gucke ich immer RTL 2, weil da läuft Frauentausch. Manchmal gucke ich noch RTL, weil ich finde, der Sender passt zu mir. Wie im Leon Mascher in die Mülltonne. Das hier ist mein Arbeitsort. Leider fehlt mir ein Bildschirm, der wurde mir geklaut, als ich einkaufen war. Kein Bier. Weil ich die Haustür offen stehen gelassen habe. Und das Fenster. Und die Balkontür. Und mein Schrank. Und meine Oma. Und mein Handtuch. Als nächstes kommen meine Kosmetikartikel, damit ich immer frisch aussehe. Ich kann dir mal ganz kurz vorstellen. Das hier, was ist das? Die Donut. Das ist von Bilut, von Biber. Man erkennt mir im Fernsehen immer auf RTL 2, Biber duftet echt gut. Und das ist Biber. Also testen wir heute Biber. Das gibt man so auf die Hand. So, dann reibt man das so ins Gesicht, damit das gut verteilt ist. Als nächstes haben wir dieses. Das ist Schokolade Cupcake. Das ist mein Liebling, weil das duftet herrlich. Nicht. Das ist auch von Bilut und Biber. Justin Bieber. Das heißt, gucken wir mal. Da muss man schütteln. So. Das ist da Schokolade Kacke. Kann man auch ein Gesicht machen. Und dann kann man das nicht auch zum Verzehr eignen. Nicht zum Verzehr eignen. Ich habe das gegessen bei Frauen. Da steht auch drin, dass das ist nicht Bio. Das ist nur vegan. Kann man auch die Hände mit einreiben. Ist Bio. Jetzt ist mein Bild versagt. Und das ist diese Kupfkacke. Das benutze ich ganz gerne für Haar und für Bart. Vanilla Kackpop. Das ist auch von Biber, aber diesmal zwei Biber, nicht ein Biber. Kann ich mal aufmachen. Da erkennt man, das ist für Bart. Das schickt ihr, ne? Nur verdrücken. Das rutscht weg. Diese Biber ist nicht gut in der Hand zu halten. Deshalb rutscht auch immer weg, man muss so machen. Mit einer Hand immer festhalten. Dann kann man wieder ganz leicht zumachen. Das ist wie Rasierschaum. Und jetzt muss ich auf Klo. So, das war's jetzt von meinem wunderschönen Haus. Ich werde jetzt noch ein Glas Brot, Erdbeerkäse trinken und ein Ess. Bei meiner Milch. Das ist keine Bio. Und jetzt das Glas Milch.
Bleib stehen, mein Mensch. Donnert nicht. Tut mir leid, es gab kurz eine kleine Unterbrechung, weil mein Team, mein Fernsehkamerateam, wohl nicht, da kommt nicht ein Fernsehen, ne? Ne, ne. Gut, das habe ich gesagt, aber ist egal. Wir trinken jetzt den Schluck Milch. Nicht Bier. Lecker Milch. Köstliche Milch. Diese Milch ist wirklich gut. Wieso esse ich keinen Milch von Bier? Von so tierer kompetenter Haferkühe. Schmeckt wirklich gut. Gut, das reicht doch. Wir wollen es nicht übertreiben. Nico. Gut, reicht. Kommen Sie bitte nochmal her, Sie müssen da noch was sagen. Was? Wo rein? Ja, Sie müssen noch was sagen. Ja. Was passt denn los? Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich trinke Milch. Schmeckt gut, aber halt immer noch irgendwie. Das schmeckt schon irgendwie interessant, ja. Was ist ja ekelhaft, ey, was ist das denn? Nein, ich trinke kein Milch mehr, das ist ekelhaft. Muss ich denn jetzt zum Zahnarzt? Jetzt, das ist tatsächlich Bier, ich hab Bier, ich muss trinken, ich muss Bier, ich hab Bier, ich muss Bier. Ja, Freunde, was war das? Das war Milch. Milch ist gibt. Ja, Freunde, das war's mit einer weiteren Folge von Nadine the Brave. Guck mal hier, ich krieg diese Jacke nicht mehr. Es sind hier gefühlte 35 Grad drin und ich muss mit dieser Jacke aufnehmen. Und guck mal, wie ich hier aussehe. Also das gibt's ja wirklich nicht. Ja, ich muss das ausziehen jetzt. Denk dran, Milch ist Gift. Warum ich das hier trinke, weiß ich selbst nicht. Ich find's halt nur lustig. Eigentlich trinke ich absolut keine Milch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst ein Dislike da. Wenn es euch auch nicht gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch kostenlos gerne tun. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dürft ihr natürlich auch die Glocke aktivieren. Wie halte ich eigentlich gerade mein Glas?